Hallöchen, endlich können wir pressen. Ja, nach so vielen Aufnahmen gehen wir mal ein bisschen pressen. Ja, den Weidemann habe ich schon mal hingestellt, dass wir den Ballen auch laden können heute. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Ballen kriegen, ja. Und dann fahren wir die dann zu den Kühen. Kühen haben wir, kann man keine Kühe. Wir kappen keine Kuh. Kühe kaufen, Kühe kaufen. Ich hätte noch eine kleine Frage so zum Anfang. Wegen den Hühnern und Schafen, ne? Spielt einer von euch oder einige von euch auch mit den Schafen oder Hühner oder so? Oder braucht man die gar nicht? Oder sagt ihr doch, ist wichtig? Müsst einfach mal in die Kommentare schreiben, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Also, ja, manchmal hat man ja Lust, ein bisschen Paletten rumzugurken. Aber man kennt es ja, ne? Die fallen immer runter, man ärgert hier. Aber hier ist es dann einfach, weil hinten, da hinten, neben dem Hof, ist die Dings. Die Weberei, wo man die Paletten gleich mal rüberfahren kann. Ne? Das geht ja nicht. Geht ja nicht so weit. Also ich würde es auch hier auch gehen. Ich würde nämlich die Schafe und Hühner gleich mal am gleichen Ort machen. Außer man macht die Hühner irgendwo anders. Aber ich finde, wenn man da hinten schon die Kühe hat, sollte man dann auch da die Schafe haben. Also alles zu weit weg ist auch scheiße. Dass man dann alles in der Nähe macht, ja. So, sind wir wieder hier auf dem Feld. Wo fangen wir denn hier an zu pressen? Jetzt müssen wir mal gucken. So, stehen bleiben. Ja, die ganze Presse anschalten hier. Gut. Jetzt habe ich schon wieder. Warum hat er denn wieder die Dinger weggeschmissen hier? So, ich hoffe, das geht. Na, der kann ja schlucken hier, oder? Schluck. Oh, da sind wir ein bisschen schnell hier. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen schnell pressen. Passt doch, oder? Ich hoffe nur, der verstopft sich nicht hier. Verschlucken. So, na, geht's? Ja, passt. Na, die erste Balle kommt noch nicht. Das dauert immer ein bisschen. Aber man kann hier wenigstens den Kanal leeren. Das ist ja nicht die Standardpresse, das ist ja die vom, glaube ich, Big Pack, Pack. Ja, theoretisch könnte man auch die. Na, umskinnen ist nicht so. Das ist die in New Holland sieht ja ein bisschen anders aus. Und man könnte zum Beispiel hier das Gehäuse ändern. Und dann hast du es eigentlich, hast du wieder eine New Holland-Presse sozusagen. Fast. Na, wenn es geht, dann geht's. Wenn es nicht geht, dann scheiß drauf. Naja, aber wir müssen uns ja keine Gedanken mehr machen. Ja? Bald ist es ja soweit. Dann können wir dann hier mit der New Holland Presse pressen und wenigstens kein Deutz mehr. Also ich habe ja nichts gegen Deutz, aber wir haben jetzt wirklich lange die Deutz gehabt. Ursus, geht auch, aber muss ja nicht sein, ja. Ich finde natürlich cool, dass man für die New Hollands auch die Frontlader hat. Man kann ja jetzt auch einfach dann die an jeden Träger Frontlader hinmachen. Also wenn man jetzt den vorbereitet, ja. Das ist natürlich dann geil. Dann hast du eine Standard Stoll-Frontlader, wo dann auch läuft und nicht oder es nicht rumbacken sollte. Ne? Die sollten ja auch das Multiplayer verbessert haben. Aber das gucken wir dann an, wenn es soweit ist. Aber es sind ja alle hier so aufgeregt. Ah, da hinten haben wir ja schon eines gekackt. Da hinten sieht man schon, ne, wir haben ja mehrere schon gekackt. Ey, hier wird ja richtig gekackt hier. Das sind ja eine kleine Ballen. Ich hab gedacht, ich hab groß. Naja, macht ja nichts. So, aber wir schaffen das. Oh ja, wir schaffen das. Hier einfach mal durchgurken, ey, ne. Aber es ist auch schön hügelig hier, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich hab's ja von Weitem gemacht im Editor drin und dann habe ich gedacht, ja, ist ein bisschen flach hier. Aber es ist schon schön hügelig hier. Soll ja auch so sein. Soll ja auch ein bisschen hier, ne?
Wenn man dann hier oben fährt, soll es auch ein bisschen PS-lastig sein, ja. Den Hügel hoch und dann Hügel runter. Na, deshalb ist er hier auch ein bisschen hügelig. Und die Standards ja auch hügelig. Oder die beiden. Na, die eine vom Titanium Pack soll ja kommen. Na, ist auch ein Gerücht, aber es soll ja kommen. Ob es wirklich so ist, ist dann dahergestellt. Da kann natürlich sein, dass es dann für die Xbox kommt. Die Maps. Aber die haben es schon gehabt, oder? Die hatten doch die Hagestedt und die Dings, oder? Die vom Titanium, die Westbridge. So. Und dann können wir heute endlich mal ballen laden. Ja, zurzeit sind wir auch am Abend viel am Ballen pressen laden. Mit dem Dings, mit dem Telelader, mit dem Standard, weil wir müssen nicht unbedingt viele Mods reinnehmen. Der Steyr muss einfach rein, ne? Der ist jetzt einfach, der ist geil. Das ist wirklich der Hammer, 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 Hammer. Und der kommt ja, der Steyr kommt ja von CZ-Modding. Ja, die haben auch den kleinen gemacht für den Forstmotor. Von denen kommt der und wenn ihr den runterladen wollt, müsst ihr einfach mal bei denen vorbeigucken auf der Homepage. Oder sonst, wo gibt's denn sonst noch? Forbidden Modding vielleicht? Na, müsst ihr halt ein bisschen rumgucken. Aber auch mal immer ein bisschen Connections und ein bisschen hier. Ja? So. Jetzt machen wir dich gleich mal weg hier. Oh, er mag nicht mehr. So, dich stellen wir unten hin. Hier, wie sich das gehört hier. wir werden dann aber auch beim LS15 keine Haufen mehr reinnehmen, also jetzt die Futterhaufen. Na, die werden wir nicht reinnehmen. Also hier in der Map mache ich das nicht, weil Silageballen und Ballenpressen, das ist jetzt wirklich nicht schwer. Na, man muss den Mund bewegen, sonst. Ne? So, ja, mal. Den Hänger mal ein bisschen hier irgendwo hier in die Mitte oder so. Na, hier stellen. Hier, wo es ein bisschen gerade ist. So, hier passt es. Gucken, dass er gerade ist. So, mal switchen. Und jetzt nehmen wir den Wädemann hier. Mal gucken, ob das hier so funktioniert. Hui! Verdammt, der fährt ein bisschen zu schnell hier. Guck mal die Ballen hier, verdammt. Oh. Ich höre hier gerade was. Dich können wir ausmachen, Junge. So. Und jetzt gucken wir mal die Scheiße an hier. Was macht denn der eigentlich hier? Was soll denn das? Warum fährt der so schnell hier? Das geht's ja gar nicht. So. Du musst nicht so schnell anfahren, du Penner. So, hier geht doch. Boah, der fährt einfach zu schnell an für zum Balleladen. Man kann den auch umstellen für hinten und vorne lenken. Aber der fährt ein bisschen zu langsam um die Kurve. So. Boah, der bewegt sich einfach ein bisschen zu schnell, ja? Die Ballen sind natürlich so leicht. Die Ballen müssen ein Gewicht haben. So. Na. Gott. Oh, verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Warum macht er das nicht? Mann, hier muss er wirklich gucken. Ach komm. Häng doch die Scheiße. Ach so. Ha, 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 so ein Penner. So, haben wir hier noch etwas? Ja, hier hinten ist noch einer. Der ist einfach abgehauen, der Penner. So, ich mach das ein bisschen vor. Sehe ich besser. Na, das ist halt ein bisschen scheiße, wenn man vorne nichts sieht. Na, beim Deutz-Lader ist das ein bisschen besser. Ja, da sieht man ein bisschen vorne mehr runter. Und hier ist einfach hier zu viel. Wir hätten hier auch. Ja, ist ein bisschen schwierig hier, wenn man keinen Platz hat. Für die Knöpfe. So, auf der Seite vielleicht hier an der Strippe hier, ne? Hätte man Platz für die. Wie beim Käse, ne? So. Mal gucken, ob wir denn hier auch auf dem Ballerwagen sind. Gut. Abkuppeln. Und jetzt kommt's wieder und rutscht's dann wieder. Beim Multiplayer hat's gestern. Sind die scheiß Rundballen runtergerutscht. Wo ich die aufgeladen habe. Und dann ist natürlich schon ein bisschen Scheiße, ne? So.
Aber es soll ja besser werden, ne? Es wird ja immer irgendwann besser, ja. Ich habe mir nur überlegt, für was müssen wir denn noch hier so Spezialsachen machen, wenn es schon so geile Mods drin hat. Ja, zum Beispiel, ja gut, Trecker kann man immer brauchen, ja. Das ist aber jetzt so zum Beispiel Ballenpressen, ja, vielleicht noch ein Big M müssen wir noch haben. Was bräuchte man noch? Häcksler, nehmen wir sowieso immer den Krone-Häcksler. Drescher. Ja, der New Holland und der Case und die sind eigentlich gut, oder? Da muss man nicht irgendwie einen Class 87er haben oder 77er. Gut, wer natürlich gerne mit so Sachen spielt, ist natürlich, oder fährt, ist natürlich schon besser, wenn man es hat. Aber das Problem ist dann immer mit den Fehlern, dass man im Multiplayer immer Fehler hat und das Spiel abstürzt. Oder nein, 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 nein. Oh nein! Und das noch in Zeitlupe, das ist ja peinlich. Es hat niemand gesehen, ne? Die Ballen sind noch da, alles ist aufgeladen. Scheiß die Bananen. Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch zum Kotzen. Na, ich hoffe einfach, dass es dann besser wird. Vor allem die Ballen, aber wieso machen wir Ballen, die so leicht sind? Ist doch nicht schwer hier, ein bisschen Gewicht reinmachen, ja. Ich muss alles umbauen, ne? Alles muss man umbauen. Immer wieder gucken, umbauen, weil einfach nicht geguckt wird. Das ist das Wichtigste. Die müssen nicht schön aussehen, die müssen funktionieren. Das alles hier. Da unten ist noch einer. Verdammt! Das ist doch einfach zum Kacken, sowas. Ich glaube, das Problem habt ihr auch, oder? Immer diese Scheiße. Und deshalb ist die Standard gar nicht so schlecht, ne? Alle jammern, ja, Standard, Standard. Standard ist gut. Es funktioniert wenigstens. Ne, scheißegal, wie es aussieht. Oh, was ist das denn jetzt? Das ist ein bisschen unrealistisch, ja? Ja, so ein bisschen fair unrealistisch, ja. Ein bisschen viel unrealistisch. So, du Scheißdreck. Ey, wenn du runterfällst. Boah, ich mach dich kalt, Mann. Du Penner. So, aber wir haben ja dann bei LS15 haben wir noch was zu tun, ne? Da wird es ja dann noch hier geile Let's Plays geben mit dem Guten und mit dem Oyster Proper und mit dem Carvin und so, ne? Carvin? Richtig, ne? Richtig? Ich hab's jetzt, ne? Den Namen hab ich jetzt, ne? Dass wir dann da hier geil socken, ne? Ich glaube bei der Standard Dings Map, ne? Ah, die sieht gut aus, besser als letztes. Also das, die Jagdstätte, ne? Ist schon mal ein Fortschritt. Aber da müssen wir dann noch genauer hinschauen, ne? Aber sonst. Ah, die Häuser gefallen mir zwar nicht auf der neuen Map. Aber scheiß drauf. So, jetzt reicht's. Hier, attachen. Komm. Komm, wir fahren weg, komm. Lassen wir die Scheiße hier liegen, da kann irgendwie der Bauer Hirschentrottel kann dann das begräumen. Ne, das machen wir dann. Wir nehmen die dann nachher mit. Wir müssen den Telelader ja eh mitnehmen. Und dann geht's. Wir fahren jetzt zuerst mal zum Hof. Zum Kuhhof, ne? Aber ihr könnt das dann auch so machen, oder wir können das auch so machen. Oder wenn ihr selber spielt hier auf der Map. Wenn ein Bauer Balle presst, na, kann man es natürlich verkaufen an dem Kuhbauern da hinten. Oder man kann es natürlich so verkaufen, na, wie man will. Ich glaube, ich mache dann das Ballenverkaufen beim Landhandel, weil die dann da ja sowieso das verkaufen. Schön wäre natürlich, wenn man das auf dem LKW laden könnte und dann sagen könnte, fahr weg, das wäre natürlich geil. Da muss man aber gucken, ob man das vielleicht verwenden kann von Scheiß, ne? Na, muss man gucken. Es wäre schon geil, wenn man da sagen könnte, okay, LKW kommt. Man stellt die Ballen beim Hof auf eine Markierung. Der LKW kommt, lädt die auf, fährt weg.
Das wäre geil. Wer selber aufladen. Oder, ja, so, das wäre natürlich geil, ne? Das wäre natürlich easy. Wenn nichts da steht, holt das auch nicht. Oder fährt er trotzdem. Wie der Milch-LKW. Aber das ist, die Idee ist schon hammergeil, ne? Dass ein LKW fährt. Dann fahren halt hier beim Dings, ne? Fahren hier halt ein paar LKWs rum. Getreide, Holz und so. Und nehmen das Zeug mit. Fahren jeden Hof ab. Oh, das wäre so geil. Ja, das wäre geil. Was dann fährt er dahin? Oder irgendwo beim Landhandel oder so. Na, muss mal gucken. So, jetzt, wir sind jetzt hier beim Hof, ne? Kennen wir ja schon. Oder nicht? So, ich habe hier aber... ich wollte was... Ach, wo ist denn jetzt? Ich wollte was probieren. Der ist ja letztes Mal hier gerutscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gezeigt habe. Aber der ist gerutscht am Boden. Jetzt habe ich den Boden unter der Bedo-Platte ein bisschen tiefer gemacht. Ja? Jetzt dürfte der nicht mehr rutschen. Ja, ich bin so geil. Siehst du, das ist wegen dem Boden, ne, dass er rutscht. Also überall, wo wir einen Betonboden haben, müssen wir den Boden wegmachen. Ein bisschen tiefer machen. Das reicht ein bisschen, Millimeter, 2 Millimeter so. Dann rutscht er auch nicht mehr. Ja, gute Sache. So, hier die Kühe, ne, haben wir schon mal angeguckt. Ja, die Stange nervt hier, ne. Das nervt. Hier müssen sie ja raus und werden gleich mal gemolken, ja. Ich glaube, das kommt auch, dass die Kühe gemolken werden. Weil das war hier schon, dass hier ein Trigger ist. Hier ist einer, hier und hier vorne und hier. Das muss ja schon dann irgendwann mal eine Funktion geben, ne? Das haben sie nicht einfach so schon vorbereitet. Na, Mumus? So, wir müssen ja aufhören, ne? Wir sind ja hier... Es ist wieder vorbei heute, ne? So, nächstes Mal... weiß ich nicht, was wir machen, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ja, man wartet halt einmal auf LS15, ne? Gut, das ist jetzt kein Problem, ne? So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ja? Gut. Tschüss.